Oh, da fallen ein Wohlkarton. Kilometer. Stoppschild war nicht bei mir, deswegen bin ich einfach mal gefahren. Zum Glück ist nicht der ganze Abschnitt einspurig. Hab ich gerade ein Flugzeug blicken sehen? Nee. Ich dachte schon. Das gefällt mir. Müssen wir zwar auch erstmal hinkommen, aber wir haben eigentlich nicht so viel Gewicht hin drauf. Okay. Offenbar soll in diese Kartons sollen da Weinflaschen rein. Okay. Es wird erwartet, dass wir dort am Sonntag gegen 10 Uhr Pacific Daytime da sind. Zeitzonen werden sich wahrscheinlich noch wechseln, ändern. Aber zumindest erstmal ein bisschen Schnur gerade. Durch Alberta. Nach Norden, Richtung British Columbia. So, zum Thema Gas geben, Baustelle. Oder Unfall.
bestimmt wieder Gewicht an. Oh, müssen wir raus? Ne, wir können so fahren. Juhu! Sowas höre ich gerne. Die fahren auch bestimmt wieder langsam. Natürlich, kollektives Bremsen. Als wenn ich rausgebogen werden. Ich meine, bei Kartons kann ja sonst was drin sein. Auf und weg ab von heute die Polter. Und jede Menge Lags. Mal zum ersten Mal rechts. Rechts rum. Vielleicht hier eine Federal Route. Ich weiß nicht. Aufgegangen ist im Hintergrund. Beziehungsweise im Rückspiegel. Weißes Stück, bis wir dort sind, bis wir erstmal die Grenze zu Alberta, ach, zu British Columbia erreicht haben. Schauen wir noch ein ganzes Stück diese Federal Route 43 nach Nordwesten. Dann wieder einspurig, hoffentlich nicht ganz so eintönig, nach Fort Nelson fahren.
große Überholen beginnt wieder. Und ich kann mir mittlerweile aber ausmachen, dass er taghell. Sonnenliste bei ist aufgegangen. Wo ist denn der da fein ist? Welche Platten? Betonplatten vielleicht? Kunststoffplatten? Weiterladen, die Texturen. Ich bin da schon fast da. Okay, das ist schon. Das ist schon fast wieder kein gutes Zeichen. Also, für die Maschine. Okay, gut, was mir jetzt auffiel, dass das ein etwas interessanter Song war, der da irgendwie so im Ohr noch rumflog. Wie viel meine Tastenkombinationen, um das hier alles zu skippen. Weil da wahrscheinlich schwierig war, wahrscheinlich geht das mit Groove Musik hier wahrscheinlich nicht. Befürchte ich zumindest, falls man das Bedürfnis hat, das zu einzustellen. Weiter überholen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und uns keiner hindert. Du bist auf vielleicht SUV. Sogar wirklich in einem Rutsch, okay. Brauchen wir nicht schlafen. Machen wir das sowieso schon. Vielleicht kommt da jetzt jemand von hinten. Oh, ganz weit hinter uns war noch jemand, der überholt ist. Aber da kommt man nicht wirklich näher, habe ich das Gefühl. Da kommt näher, aber nicht so richtig. Uns hindert ja niemand dran, von daher. Das fand doch wieder schneller, oder wie? Nee, okay. Können
sich mal wieder nicht entscheiden. Moment, du bist mal okay, ich muss nicht direkt sein. Am liebsten ja noch vor den LKW, aber einfach schon jetzt rein. Dafür wird es da vorne zu dicht. Heißt, wir verlassen auch gleich Alberta und natürlich verabschiedet Alberta sich von uns mit einem Regenschauer, der wahrscheinlich erst noch im Regenschauer bleiben wird. Dafür sind die Wolken mächtig genug, um da wirklich draußen Sommergewitter zu machen. Vielleicht wird es wirklich schwarz. Na, vielleicht fahren wir doch gerade ein Gewitter rein. Was auch sonst. Da wird es dann geregnet und kein Gefühl zu sein. Natürlich auch praktisch, als mit offenen Kartons im Regen zu fahren. Kommen wir mit dem Matsch an. Vielen Dank. Scheinbar fahren wir durch ein... Stadt rein, doch nach in Dawson. In Dawson Creek. Aber wir sind noch nicht mal in Dawson Creek, wenn man drauf. Alle Gänge, jetzt sind wir bei Low- und High-Schaltung. Oh. Cool.
weiter auf der Federal Route 43 nach Dawson Creek. Und danach fahren wir weiter. Danach wird wahrscheinlich auch einspurig bleiben. So wie es mir scheint. War 1100 noch was Kilometer, jetzt werden wahrscheinlich 1200 EP mindestens bekommen, dann sind wir zumindest schon mal Level 9. Wunderbar, so gefällt es ihm natürlich. Welcome to British Columbia. Und die Zeitung wurde auch geändert. So 120. 193 Kilometer pro Stunde läuft. Auf jeden Fall. In 120er Stunde darf man 193 Kilometer pro Stunde fahren. Total. Scheint ein ordentliches Gewittersystem dabei zu sein. Hört ja gar nicht mehr auf. Wow. Wow. Das war ein bisschen übertrieben. Dezent. Haben wir jetzt auf der... Oh, ich
Bleib mir mal bei Federal Route, bevor ich es besser weiß. 97. Nach Fort Nelson. Schon 50, 5 schon 50, eine schon haben wir dann noch gut. Warum wollte ich tatsächlich nicht schlafen? Erreichen und 120er Zone erst recht nicht. Oder heißt 120er Zone so schnell du kannst, wie du willst und so. Oh! Er fährt ab! Oh nein! UPS. Danke! Leider wieder ein Bug im Navi. Das können meiner Meinung nach von mir aus auch etwas. Okay, der fährt hier schon ab. Sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, wann das kommt. Wahrscheinlich fahren sie noch nicht 8695 jetzt. Ob es in Australien mitgibt. Für American Truck Simulator. Ziemlich viel durchs Wald gefahren. Durchs Wald, durch den Wald gefahren, so. Ich habe schon ein bisschen mehr Seen erhofft und mehr Landschaft. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wie man merkt, kann ich alles haben. Was vielleicht angehen wollte, ohne Sinn. Oh, gut zu wissen, es schneit und hat schon geschneit, okay. Kaum was am Boden liegen geblieben, aber es hat geschneit, okay. Gut, dass wir das jetzt auch haben. Thank you.
weiter musste ich mehr, aber es ist doch noch ein Stück. Auch wenn sie wahrscheinlich 100 ungefähr fahren. Oder so ein Ticken schneller. Zeitlich locker möglich. Da wir auch Zeit wieder aufgeholt haben. Auf den anderen Straßen kann man einfach überhaupt nicht überholen. Da sehen wir auch schon die Tore von Fort Nelson. Jetzt ist es nur noch ein Katzensprung. Der Werkfan, vielen Dank für dein Follow und willkommen im Rudel. Dir gefällt es bestimmt, wenn ich hier nicht immer nur flaches Land habe, wo ich rumfahre. Dir gefällt es bestimmt, wenn ich mal ab und zu den Berg hoch und runterfahren muss. Da hast du bestimmt kein Problem. Im Gegensatz zu mir, weil ich dann hier wieder nicht den Berg hochkomme, weil die da vorne wieder bremsen. Nelson haben wir auch gleich erreicht. Wo müssen wir nicht hin? Ah ja, genau. Da war ja was. Zum Weingut sollen wir, ja. Der Sommer, das ist klar, dass da oben irgendwo Schnee liegt. Aber gut. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen zu eigen. Dass ich im Norden mehr Schnee haben möchte.
Eieiei, der Sonnenuntergang. Ich war schneller. Hätte ich eigentlich besser wissen müssen. Eigentlich hätte ich besser wissen müssen, dass ich nicht so schnell bin, wie ich dachte. So, zum Chemiewerk wollen wir nicht. Wie wer ich bin. Ich würde sagen, ich bin ich. Oder wie meinst du, wer ich bin? Wer ich bin. Was meinst du damit genau? Irgendwie schade, dass das Weingut mitten in der Stadt ist. Na, ich glaube, es ist irgendwie jetzt mir möglich, dass ich mich so viel beschwere. Aber es kann auch wahrscheinlich daran liegen, weil ich es anders machen würde. Ansonsten wird man sicher nicht irgendwas. Interessant, aber machbar. Kannst du gleich schlafen und musst noch mal eben einpacken, Kollege. Das wolltest du doch so, dass du noch mal eben hier einparkst, den Auftrag ablieferst und dann schleifst. Bloß keine Beinfeste umfahren. Reinzukommen. Frage ist, wo müssen wir stehen? Am Ende, am Anfang, am Ende. Wie viel Level haben wir jetzt? Das ist die Frage. Nur eins, das steht schon mal fest. Level 9, okay.